Hello, my friends, and welcome back to Splatoon 2 auf der neuen Map. Und ihr seht schon, hä, was ist das denn? Auf jeden Fall wieder andere Farben. Ich habe meine Capture wieder so eingestellt, dass, ja, das hier sieht ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das die neue Map ist, sonst hätte ich das vielleicht auf normal gelassen. Aber wenn schon, denn schon, dann kann ich mir die gleiche angucken. Und ich gucke sie mir, glaube ich, erstmal an, weil ich hätte nämlich noch gerne was zu sagen laut des Titels von dem Video. Da denkt ihr euch, hä, what the fuck? Aber, hier ist also so ein Ding hier. Alles klar. Ist natürlich, ich habe null gesehen, dass jetzt hier diese Map auf einmal war. Ich dachte, das wären komplett andere Maps, aber ist okay. Ich war jetzt gerade voll irritiert, dass jetzt diese Map ist. Okay, das also in der Mitte ist wenigstens ein Loch. Hier kann man leider Gottes nicht hoch. Das ist ein bisschen blöd. Wieso geht ihr denn alle auf mich? Sag mal. Also da kann man hochgehen, habe ich gesehen. Dieser kleine Minigang da hoch. Da kann man da aufs Gitter. Da würde ich ganz gerne hochgehen, aber ich komme da nie zu. Ist das Problem. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, komme ich jetzt auch noch nicht zu. Dann muss ich mir diese Map hier anglotzen. Die Sniper da oben gefällt mir nämlich nicht. Plötzlich mal hart am Arsch. Das ist nämlich sehr weitläufig. Hier muss man nämlich laufen. Das ist ein bisschen blöd. Also wenn du hier mit Laufspeed unterwegs bist, dann hast du schon leichte Karten. Und man kann halt geil runtersprühen, ne? Und der Roller da ist nur mit irgendeiner Person immer unterwegs, ne? Der ist nie allein, der Typ. Allein da kann er wohl irgendwie nichts. Und die Sniper ist auch immer da oben, ne? Naja, da war sie zumindest. Wieso falle ich denn direkt runter? Das gefällt mir null. Und ich... Dieser eine Hit immer, ne? Wieso sind die da denn immer zu dritt und so? Und mein Team kratzt auch die ganze Zeit ab. Naja, das ist schon mal ein guter Start in die Folge, ne? Super. Du brauchst hier nicht ständig in der Base rumhocken. Langsam nervt's mich. Oh Gott, hier ist wieder alles. Ich muss sagen, ich bin gerne hier oben. Habe ich so einen Überblick. Nur es ist extrem nervig. Du gehst mir langsam so richtig auf den Piss. Deswegen geh mal bitte weg. Die Sniper schon wieder da. Willst du mich irgendwie verarschen? Tja, ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Ich meine, sie hat nicht mal mein Schild weggekriegt. Ich habe keine Tinte mehr. Bring ihn mal um, danke. Oh Gott, diese scheiß Curling-Bomben. Ja, da kann man auf jeden Fall hoch, wo ich stehe. Aufs Gitter da. Ob man dann noch weiter hochkommt, weiß ich gerade nicht. Hallo? Und es ist so schön rot. Ich will nämlich pink spielen, weil dann bin ich rot. Das ist geil. Das ist richtig geil. Deswegen will ich pink sein. Ich will pink spielen. Einmal im Leben will ich pink sein, weil ich dann rot bin. Aber das werde ich, glaube ich, in der Aufnahme nicht hinkriegen. Dass ich random pink bin. Das wäre geil. Naja, wo ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dazu komme ich gleich im nächsten Match. Ich war wirklich irritiert, dass diese Map jetzt schon da ist. Ja, die ist seit 5 Uhr da und das ist... gleich 10, aber dass die jetzt in dieser Rotation drin ist, ja gut. Naja, wie soll es auch anders sein? Das Abwassermuseum ist wieder da. Jede Map benennen wir einfach um. Fazit auf jeden Fall zu der Map ist, dass sie natürlich auch wieder etwas klein wirkt. Naja, sie scheint... ja, schon... eigentlich sind alle Maps fast klein. Hier musst du richtig krass den Überblick behalten, weil es können oben welche sein, es können unten welche sein. Das ist schon ein bisschen blöd, aber naja, egal. Wenn ich jetzt schlecht spiele, egal. Auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist mit also wieder Punkto streamen, deswegen auch no commentary. Das Splatfest werde ich auch streamen, aber höchstwahrscheinlich nicht commentary. Das heißt, ich werde dazu nicht kommentieren. So viel sei gesagt, weil ich einfach nicht alleine bin und so. Und das ist dann halt ein bisschen nervig, wenn im Hintergrund irgendwas noch rumgeiert oder so. Deswegen wird das da so der Fall sein. Und künftig, ob ich dann auch weiter No Commentary, wenn es
halt nicht anders geht, ob ich das machen soll. Ich würde vorschlagen, bei Splatoon Ligakampf, wo man, sag ich mal, eine Power erreichen muss, sag ich mal, sei es, wir müssen, ich mit einem Duo oder ein Quad mal, dass wir mal versuchen, die höchste Liga-Power irgendwie zu bekommen, in Streams mal versuchen, das hinzukriegen. Oder dass wir eben, ja, ja genau, halt, dass wir versuchen, die höchste Liga-Power zu erreichen. Das wäre doch mal eine, wäre doch eine Idee, aber es wäre halt no commentary, das ist das Problem. Das kann man hier eigentlich hoch, das weiß ich gar nicht. Schon, ne? Aha, hier kann man direkt wieder so hochjumpen. Ja, wenn man auch landen würde. So, kann man jetzt hier hin? Oder was soll das hier? Verstehe nicht. Ey, hier geblieben. Nicht da reingehen und abhauen. Ist nicht so nett. Du kannst auch sterben. Sorry. Den musste ich mir absnacken. Oh! Holy shit, da war ja jemand. Okay, das war jetzt random. Holy shit. Ich hasse das, wenn ich irgendwo hin sprühe und auf einmal ist da jemand. Ich hasse das. Kann ich jetzt mal bitte da drauf landen? Krieg ich das noch geschissen? Dann gehe ich eben so lang. Snipper! Ha, ich hab dich mitgenommen. Weil er in der Tinte stand. Ja, also mit Liga Power, also, ne, Splatoon 2 Liga, kann ich das noch machen? Also, ist nicht allzu langweilig, wenn man drauf guckt, wie gut man vielleicht spielt und, ne, Liga-Power krass anstrebt vielleicht, aber bei Odyssey oder bei Zelda oder bei Minecraft, wo wir zusammen eine Community-Welt machen, ich glaube, da ist ohne Commentary ein bisschen langweilig. Wo ich dann, aber ich würde die schon gerne eben streamen wollen. Deswegen wäre in nächster Zeit nur Splatoon angesagt, was für euch, glaube ich, auch nicht so das Problematische ist, weil es euch am beliebtesten ist. Aber, ja, sagt mir mal eure Meinung dazu, weil Splatfest wird höchstwahrscheinlich ohne Commentary sein und Ligakampf, wo man eine Power anstrebt, wäre auch noch in Ordnung, denke ich mal, wenn man da nicht kommentiert. Ich glaube, das wird noch, also das wäre nicht allzu schlimm. Aber bei Revierkampf oder bei Privatkampf, wo ihr mein Rage oder so nicht hört, ich glaube, das ist ein bisschen langweiliger. Bei zum Beispiel Road to S mit einer bestimmten Waffe oder so, oder Road to mit diesem Future, könnte man auch noch machen mit Rangkampf, aber ich weiß nicht, ob das, das müsst ihr halt entscheiden, weil Minecraft zum Beispiel im Community-Welt, da würde ich auch gern kommentieren wollen, oder Odyssey und so, und Zelda, ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig, wenn ich da nicht kommentiere, oder? Deswegen sind Ligakampf und Revierkampf halt zumindest Splatfest nur, und sonst Ligakampf so, dass so die Ausnahme, wo ich nicht unbedingt kommentieren müsste. Wäre so meine Meinung. Was sagt ihr dazu? Sonst müsst ihr komplett auf Stream verzichten, sage ich mal so. Dann muss ich halt irgendwie, wenn ich es kann, halt aufnehmen, wenn ich alleine bin oder so. Und das ist halt auch nicht immer. Deswegen, ja, müsstet ihr darauf verzichten, sage ich mal so. Aber, ja. Ihr könnt halt live sehen, wie ich etwas spiele, halt ohne Commentary. Zum Beispiel Ligakampf, Power mal, sonst spiele ich das ja auch privat. Dann hört ihr mich quasi auch nicht. Also, ne? Und jetzt kommt nur dieses... Jetzt sind die rot, die Penner! Ich wollte pink sein! Ihr kleinen Pisser! Naja, es ist nicht ganz rot. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was soll das? Ich wollte im Gegnerteam sein. Kann ich im Gegnerteam sein, bitte? Was soll denn das? Naja, ihr habt wenigstens die Farbe gesehen. Und wenn ihr euch fragt, wie das geht, man kann es, glaube ich, auch auf dem Fernseher oder so einstellen. Ich weiß es nicht. Irgendwie am Monitor oder so. Aber ich habe es halt mit der Capture, wo ich halt aufnehme. Da kann ich das einstellen. Das ist immer ganz witzig. Kann ich auch andere Farben spielen. Das Spiel nicht allzu scheiße. Spaß. Du gehst mir echt auf den Piss. Oh Gott. Dass ich da jetzt runterplumps. Das war nicht so geil. Ja, komm, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheiße. Jetzt haust du wieder ab, ne? Eine Pisser. Ja, mehr Range. Junge, ich wollte da hoch. Aber nein, ich hatte mal wieder keine scheiß Tinte. Für eine Kack-Insta-Bombe. Du wolltest mich doch verarschen hier. Also, es gibt aber nicht viele Wege nach oben. Das ist das Ding. Halt dieses komische Seil hier oder halt die Wand. Du kannst mal meinen Freund in Ruhe lassen, meine Snipper, weil die hat dir nichts getan.
Oh, den muss ich mir absnacken. Nein! Oh Mann, den wollte ich mir gerne absnacken. Nie darf ich etwas. Das ist voll unfair. Wenn du hier oben bist, hast du echt den Überblick, ne? Kannst dich so ein bisschen dran sneaken. Ja klar, wie kam jetzt noch da bei dir noch eine scheiß Curling-Bombe raus? Kannst du mir das mal bitte sagen? Kam noch aus dem Tod noch. Ebenso rausgeploppt. Das ist nicht in Ordnung. Nein. Du kannst dich auch verpissen. So. Da ist jemand. Da sind Leute. Du scheiß Kalli, ne? Alles klar. Oh, wir haben bei uns noch nicht so krass gefärbt. Mates, mach das mal kurz. Da alleine, weil ich muss hier die Base nochmal ein bisschen nachfärben, weil die ist ein bisschen schlampig. Die ist sehr, sehr schlampig. War richtig schlampig. Naja, wenn man nicht so krass oft stirbt und dann hier nicht lang geht, dann kann man das mal schon vergessen, ne? Sollte man nicht, aber kann man mal. Ich wollte rot sein. Hey. Diese Marie, ne? Ganz im Ernst, sie schmeißt immer die... Ich hasse das, wenn solche Leute immer die ganze Zeit nur solche scheiß Curling-Bomben spammen, ne? Das ist so ekelhaft, diese Taktik. Das ist eine Taktik, aber die ist so ekelhaft. Diese scheiß Curling-Viecher, Alter. Die so hässlich dann noch an der Wand abprallen. Oh, nice. Mann, das war mein Kill. Mann. Der hätte ein bisschen schneller kommen müssen, dann wäre er noch gestorben. Schade. Haben wir das wenigstens gewonnen? Ja, ich denke schon. Ich wollte rot sein. Was soll das? Ich bin im Herzen rot, Freunde. Also habt ihr nicht ganz zu verloren. Im Herzen bin ich rot. Ja, schön. Naja, aber solche Parts sind auch mal ganz cool. Das hatte ich lange nicht mehr, dieses mit anderer Farbe. Ich denke mal, das war ganz cool. Könnt ihr auch im Stream machen. Also wäre das ohne Commentary gar nicht mal so scheiße. Ja, sagt mir dazu eure Meinung und bis zum nächsten Mal. Bis bald.